Mit der Cloud kann ich nicht nur Daten austauschen, sondern ich kann auch richtig mit der Cloud arbeiten. Ein Beispiel möchte ich jetzt mit dem Office-Paket von Google zeigen. Hallo, mein Name ist René Steyes. Ich bin Gründer vom ERS-IT-Service und was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele meiner Kunden gar nicht wissen, dass es auch die Möglichkeit gibt, mit kostenlosen Office-Paketen zu arbeiten. Das Paket von Microsoft kostet ja nun mal eine Stange Geld für den Fall, wenn ich ab und an nun mal den einen oder anderen Brief schreiben möchte. Es gibt da aber schöne Alternativen und eine Alternative arbeitet sogar in der Cloud. Das heißt, ich muss nicht mal eine Software auf meinen Rechner installieren, sondern kann auf meine Office-Dokumente jederzeit auf jeden Rechner zugreifen. Diese Möglichkeit, ein solches Programm über die Cloud zu nutzen, möchte ich heute anhand von dem Office-Paket von Google einmal zeigen. Für das Office in der Cloud muss ich erstmal keine Software installieren. Das ist schon mal die gute Nachricht, denn ich brauche nur einen Internetanschluss und einen Webbrowser. In meinem Fall starte ich jetzt den Firefox. Prinzipiell geht aber auch jeder andere Webbrowser. Und wenn der Browser gestartet ist, dann gehen wir ganz einfach mal auf google.de. Wenn ich jetzt bei Google bin, dann gebe ich hier jetzt nichts in der Suche ein, sondern Google bietet mir ja zusätzliche Dienste. Hierfür benötige ich jetzt einen Google-Account. Für den Fall, dass du ein Android-Handy hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass du ein Google-Konto besitzt. Und mit den Daten dieses Google-Kontos kannst du dich dann hier anmelden. In meinem Fall bin ich schon angemeldet. Wenn du nicht angemeldet sein solltest, dann hast du hier die Möglichkeit, dich mit dem Benutzernamen und deinem Passwort im Google-Konto anzumelden. Dadurch, was ich jetzt schon angemeldet bin, kann ich direkt hier auf diese neuen Punkte gehen. Und wenn ich hier jetzt ein wenig tiefer gehe, dann gibt es hier den Punkt Docs. Das ist die Textverarbeitung, die uns Google völlig kostenlos zur Verfügung stellt. Ein Klick darauf sorgt dafür, dass wir dort eine Verbindung aufbauen. Ich habe in meinem Fall jetzt noch keine Textdokumente hier hinterlegt. Dementsprechend klicke ich hier unten auf das Plus. Und jetzt lande ich direkt in die Oberfläche des Schreibprogramms. Wer das alte Office kennt, also sprich das Microsoft Office von 2003 oder mit LibreOffice schon gearbeitet hat, der wird sich hier eventuell schon ein bisschen heimisch vorkommen. Prinzipiell lässt sich das Programm jetzt so bearbeiten, wie ich das von einer normalen Textverarbeitung auch gewohnt bin. Das heißt, ich kann jetzt ganz normal hier meinen Text eingeben und kann diesen auch ganz normal formatieren, so wie ich das halt von Microsoft Word oder einer anderen Textverarbeitung gewohnt bin. Das heißt, ich kann hier meinen Text markieren und beispielsweise die Schriftart ändern. Oder wenn mir das Ganze alles nun mal zu klein ist, auch dementsprechend den Text vergrößern. Ich kann natürlich auch die Farbe hier ändern und kann halt ganz normal meine Texte schreiben, wie ich es gewohnt bin. Nur mit dem Vorteil, dass die Dokumente, die ich hier jetzt schreibe, in der Cloud liegen. Das heißt, sie werden nicht auf meinen Rechner gespeichert, sondern sie liegen in der Cloud. Und das bringt mir den Vorteil mit, dass ich an jeden Rechner dieser Welt meine Textdokumente, die ich mit Google Docs bearbeitet habe, weiter bearbeiten kann. Auch dieses Menü hier oben ist ähnlich, wie ich das halt von den normalen Schreibprogrammen oder Office-Programmen her kenne. Nur mit dem Unterschied, was ich beispielsweise hier die Möglichkeit habe, die Dateien freizugeben. Das heißt, ich kann anderen Nutzern die Möglichkeit geben, dass die auf meine Dokumente oder auf bestimmte Dokumente, welche in meinem Google Drive gespeichert sind, zugreifen können und diese ebenfalls über dieses kostenlose Office-Paket bearbeiten können. Eine schöne Funktion, die ich finde, ist der Überarbeitungsverlauf. Das heißt, so habe ich die Möglichkeit, Änderungen an meinem Dokument nachzuvollziehen. Das bringt
Word meines Wissens jetzt nicht so wirklich mit. Ich kann meine Dokumente auch herunterladen und die Datei in dem Format, welches ich benötige, speichern. Hier sind alle gängigen Formate dabei. Wichtig ist hier beispielsweise das Word-DocX-Format als auch das ODT-Format, welches ja bei LibreOffice bzw. OpenOffice Verwendung findet. Natürlich kann ich auch ganz normal drucken, indem ich hier auf das Drucksymbol gehe. Und als Ergebnis möchte mir Google Docs jetzt nun ein PDF aushändigen. Und dieses PDF-Dokument kann ich dann ganz normal, wie ich es gewohnt bin, auf meinen Computer öffnen und entsprechend ausdrucken. Somit kann ich halt auch mit dieser Office-Variante ohne Probleme drucken. Natürlich kann ich mit Google Docs auch Dateien öffnen, die ich auf meinen Rechner gespeichert habe. Indem ich hier auf Datei öffnen gehe, dann lande ich als erstes hier in meiner Ablage. Das heißt, das sind die Dokumente, die im Google Drive liegen. Und ich habe hier die Möglichkeit hochladen. Klicke ich nun dort drauf und hier Datei von meinem Computer auswählen, dann kann ich hier beispielsweise die Datei nehmen. Das ist eine Briefvorlage für einen Standardbrief. Klick auf Öffnen. Diese Vorlage liegt im DocX-Format vor, das heißt, das ist das Format von Microsoft. Und auch das spielt für das Office-Paket von Google keine Rolle. Das Einzige, was ich hier beachten muss, ist, dass der Firefox hier das neue Fenster, was Google nun öffnen möchte, blockiert. Und in dem Fall kann ich hier in den Einstellungen hingehen und ihn sagen, er darf es ruhig öffnen. Wie ich jetzt sehe, hat er dieses Dokument ohne Probleme geöffnet und ich kann damit ganz normal arbeiten, als wäre ich hier jetzt mit Microsoft Word im Gange. Natürlich bringt Google Docs jetzt nicht nur die Möglichkeit mit Textdokumenten zu arbeiten, sondern ich kann auch ohne Probleme neu beispielsweise eine Tabelle erstellen. Und nun öffnet mir Google Docs eine Tabellenkalkulation à la Excel. Und so kann ich auch ganz normal damit arbeiten. Und auch bei den Tabellendokument kann ich Dokumente beispielsweise von Excel übernehmen und diese bearbeiten. Zu der Kompatibilität sollte man sagen, dass diese Version von Google weitestgehend kompatibel ist. Weitestgehend sage ich bewusst deswegen, weil es bei Kleinigkeiten eventuell mal zu einem Problem kommen kann, sowas die Darstellung nicht hundertprozentig so entspricht, wie ich das jetzt von einem Microsoft Office gewohnt bin. Und entsprechend muss ich hier eventuell noch mal ein bisschen Hand anlegen. Aber grundsätzlich kann ich mit den Dokumenten aus dieser Software ohne Probleme arbeiten. Google Docs bringt auch einige Vorlagen mit, welche ich mit neu und dann aus Vorlage öffnen kann. Allerdings müssen wir uns hier beeilen, denn in einem Monat möchte Google diesen Dienst einstellen. Und was für mich vielleicht auch wichtig ist, dass die Vorlagen leider nur in englischer Sprache zur Verfügung stehen, so dass ich mir diese Vorlagen eventuell dennoch auf Deutsch anpassen muss. Aber prinzipiell gibt es hier noch einige wirklich brauchbare Vorlagen. Und das nicht nur für die Tabellenkalkulation, sondern auch für die anderen Module von Google Docs. So viel jetzt erstmal zu den kleinen Exkurs in Sachen Office-Paket in der Cloud. Es gibt auch noch andere Cloud-Dienste, die ein Office-Paket zur Verfügung stellen. Spontan fällt mir jetzt beispielsweise web.de ein. Web.de bietet halt auch ein Office-Paket, welches komplett in der Cloud arbeitet, sprich ohne Installation funktioniert. Und auch von Amazon wird gemunkelt, dass da demnächst in der Richtung was kommen soll. Apple bietet die iCloud an und in der iCloud habe ich auch die Apple-Programme, welche ich komplett im Browser bedienen kann. Und für den Fall, dass Interesse besteht, dass ihr einen Blick in die anderen Cloud-Dienste mal reinwerfen wollt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar dalassen und ich werde mir auch die anderen Cloud-Dienste nochmal mit euch in Ruhe anschauen. Wie man sieht, gibt es wirklich Alternativen und auch die Art, wie die Google Cloud dieses Office-Paket behandelt, finde ich wahnsinnig interessant. So kann ich wirklich auf meine Dokumente zugreifen, wenn ich gerade mal unterwegs bin und nicht meinen eigenen Rechner dabei habe. Und ich brauche auch nichts auf dem Rechner zu installieren. Das heißt,
ich brauche mir auch keine Gedanken machen, dass die Software nicht läuft. Allerdings kommen wir hier an den Punkt Datenschutz zum Thema Google. Google bietet es ja nicht komplett kostenlos an, sondern sammelt die Daten aus den Dokumenten, die ich haben möchte, um hier dementsprechend Werbung einzublenden. Das würde mich jetzt interessieren. Habt ihr da Bezug zu? Sagt ihr, so eine Office-Lösung, wenn es soweit kostenlos ist, ist das okay, was Google da macht? Oder sagt ihr lieber, nee, also bleibt mir weg mit dem Kram, ich möchte meine Daten, ich möchte meine Office-Dokumente kein amerikanischen Unternehmen anvertrauen. Diskutiert es doch in den Kommentaren. Mich würde eure Meinung zu dem Thema wirklich interessieren. Falls ihr es noch nicht getan habt, der obligatorische Daumen nach oben. Freut mich, denn so weiß ich, die Videos interessieren euch. Und darüber hinaus habt ihr gleich in der Endcard die Möglichkeit, den Kanal auch zu abonnieren, damit ihr immer mit den neuesten gewappnet seid und somit mehr Freude an der IT habt. Und falls mal wirklich nichts mehr geht und ihr wirklich professionelle Hilfe braucht, dafür gibt es hier oben den Freude an der IT-Button.